Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zum zweiten Teil der Aufnahmesession von Legend of Grimoire: Labyrinth of Lies. So, erstmal den wieder anziehen. Und dann porten wir uns wieder in die Etherlands. Wobei halt, wir machen erstmal einen Plan für die Etherlands. Ich habe den Teleporter noch nicht ausprobiert, wenn da überhaupt einer zum Ausprobieren ist. Ja, weil der bringt mich dahin. Der bringt mich, weiß Gott, wohin. Hier war ich noch nicht. Hier müsste ich mich noch umgucken. Hier könnte ich mittlerweile mal einen Drachenstein reinstecken, also einen von den Wissenssteinen reinstecken, um hier was aufzukriegen. Also sonst entweder hier im Labyrinth. Oh, da hier oben in der Todeszone. Also ich werde ja, glaube ich, hier hingeportet oder hier hingeportet. Ja, gucken wir einfach mal. So, Träger hat mehr Ömpf. Nehmen wir einfach den direkten Weg in die Todeszone. Warum ist hier schon wieder zu? Au. Ach so, wahrscheinlich wurden einige von den Falltüren resettet. Also ja, der will garantiert Steinchen haben. Das bringt mich in die andere Bibliothek. Der bringt mich nur wieder nach draußen. Den hier wollte ich. Tja, ich weiß nicht, wann ich entweder auf dem Teil oder auf dem letzten. Wahrscheinlich auf dem letzten trigger ich den Felsbrocken. Ah, noch nicht hinter mir. Ja. Sehr, sehr guter Start. Also ja, der letzte ist böse. Dumm. Dumm. So. Kennen wir alles. In der letzten sind wir resettet worden, also nachgeladen. So, Felsen, du kannst ruhig kommen. Also ja, wahrscheinlich. Ach so. Nee. Entweder von da irgendwo reinworben. Ja. Hier kann ich rumgehen. Das bringt mir allerdings herzlich wenig.
gucken. Weil hier sehe ich auch noch keinen direkten Weg rein, nur dass diese Wand verdächtig aussieht. So, komm her, du blöder Ball. Ja, da kommt schon der nächste. Tja, anders lässt sich das ja nicht lösen. Oh, hi. Da war ja noch was. Ja, wie mache ich das auf? Das würde ich gerne wissen. Da mache ich den Raum auf. Und lauf in den Stein rein. Ja. Hallo, das ist ein Aromancer-Gebiet. Warum werde ich da ständig von Indie-Fallen zerquetscht? Sagt mir das mal jemand? Der Entwickler ist ein Sadist, aber ein riesiger. So, das kann ich noch leicht abblocken. Dem setze ich einen Riegel vor. Ich frage mich echt, ob das wirklich nur so geht. So, Quick Save. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Wände bauen kann. So, fuck, ey. Was haben wir hier? Einen Gem. Sehr schön. Verende die Edderward Relics to prolong the time you may spend in this place. There are 4 Edderward Relics hidden away. Ja, the Saber Cloak. Habe ich schon mal. Und ich habe sehr viele Ressourcen, also was Tranksachen angeht. Gut. Ah, hallo. Genau, fürchte meine Mauer. Da ist das nächste. Shield. Stuff Defense. Stuff Shielding, das hat sie, glaube ich, aber kann sie noch nicht benutzen, gell?
Ja. Alles geht mal zu Ende. Ja, der ist ein bisschen schwer. Also kriegst du den mal. Also ja, ich möchte versuchen, mich da rein zu porten. Also hole ich mir erstmal neue Zeit. Wir dürfen ja jetzt hier 10 Minuten drin bleiben. Es gibt ja hier so ein nettes Secret. Was ich wirklich praktisch finde. Das bringt mich nämlich hier hin. Das bringt mich jetzt auf dieses. Ah, ups, das war falsch. Du trägst doch den Umhang. Ja, du trägst den Umhang. Okay, du. Ja. So. Das würde mich da zurückporten, will ich nicht. Das bringt mich hier hin. Und damit kann ich mich nur nach da drüben porten. Was anderes macht doch keinen Sinn. Ja, das war genau das, was ich erreichen wollte. Only the most resourceful members will find what they seek here. Earth and Ice have forever been an asset for the Master's Aromancer. Okay, das ist nur eine weitere Möglichkeit, um zu sagen, what the fuck? So, dankeschön. Aber wenigstens ist damit das auch mal erledigt. Wow. Hallo, Fels. Ah! Tschüss, Leute. Nicht, das nicht cool. Echt nicht cool. Aber ja, viel bleibt mir nicht übrig. Nie wieder diesen Spellcasten, während ich laufe. Oh. Auch nicht schön. Ja, auf jeden Fall ein Elementar. Uah! Oh. Mr. Garstig. Da werde ich gar nicht lang, da war ich nämlich schon mal. Also ja. Soll ich dir sagen, wie uncool ich das finde? Sehr uncool.
Waren da nicht gerade Kisten? Oder sowas in der Richtung.